meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Bauvlog von uns. Ich stehe hier gerade im Babyzimmer, wie ihr seht, auf meinem wunderschönen Teppich, beziehungsweise Lias wunderschönen Teppich. Ich habe hier gerade gefeudelt und euch da auch einen Bauvlog geliefert und so, den habt ihr bestimmt schon gesehen. Jetzt, dachte ich mir, fange ich einen neuen Bauvlog an und wollte euch ja das Schlafzimmer zeigen, ne? Habe ich ja gesagt. Und das machen wir jetzt. Die kleine Mutter liegt hier in ihrem Babybett. Da. Und ich werde jetzt einmal mit euch ins Schlafzimmer gehen, denn es ist was Unglaubliches passiert. Ich werde jetzt die Tür öffnen. Wisst ihr, wir haben ja auch schon eine Tür. Und dann gehe ich hier rein. Und jetzt werde ich euch umdrehen. Seid gespannt, mein Lieben. Ich klappe den Bildschirm runter und ja, wir haben tatsächlich ein Fenster im Schlafzimmer. Es sieht jetzt sehr, sehr dunkel aus hier drin, ja? Weil viele sagen immer, es ist zu dunkel, bla bla. Aber erstmal, es ist super schlechtes Wetter. Also ihr seht, ne, der Himmel ist super grau und wir haben hier noch eine Plane vor. So, erstmal dazu. Also wir haben ein Fenster drin. Unfassbar, oder? Ich glaube es fast gar nicht. Also tagsüber ist es echt so hell hier drin und auch jetzt, also gegen das Licht filmen ist ja auch doof. Ich finde, es ist schon relativ hell hier drin. Wir haben ein Fenster drin, das ist einmal 1 Meter, also auch relativ groß. Kann man natürlich auch öffnen und so. Und Felix ist hier schon dabei, das zu verkleiden, hier mit Drehgips und hier auch schon die Schienen zum Spachteln und so. Ja, und so sieht das Ganze dann aus. Die Fensterbank haben wir auch schon. Die haben wir aus einer alten Tür geschnitten. Man muss sparen, wo man kann. Ja, und so sieht unser Schlafzimmer aus. Hier ist schon unser Bett, das steht ja schon die ganze Zeit hier. Jetzt haben wir gestern noch ein Laken gekauft für unser Bett. In dieser Farbe, passt auch sehr gut hier in den Raum. Und ein paar Deko-Sachen und so habe ich mir auch schon ausgeguckt. Ja, und wie gesagt, hier die Tür. Ne? So sieht die Tür von hier aus. Sieht auch richtig schön aus, wie ich finde. Es passt so gut zusammen. Und hier ist ja auch schon Laminat. Das kennt ihr ja auch schon in unserem Ankleidezimmer. Hier sind wir jetzt gerade auch noch am Tüfteln wegen einer Tür. Aber so sieht erstmal das Schlafzimmer aus. Ich finde es so unglaublich schön. Und ich kann es mir so gut vorstellen. Hier hinten in die Ecke kommt jetzt noch so ein schöner IKEA-Sessel in Grau. Mit so einem schönen kleinen Tischchen und vielleicht eine Lampe. Und dann werde ich da immer meine Videos drehen. So eine richtig schöne YouTube-Ecke wird das da sein. Und ja, sieht einfach so Hammer aus, wirklich. Ich wollte jetzt nochmal gucken. Die Kleine ist übrigens in ihrem Gitterbett. Ne, die fällt nicht raus oder so. Ja, da hinten muss ich noch das Kleber abmachen. Habe ich gerade vom Weiten gesehen. Auch hier kommen natürlich noch Fußleisten ran. Da haben wir uns, wie gesagt, gerade was ausgeguckt, was da wahrscheinlich hinkommt. Und hier muss natürlich auch noch sauber gemacht werden. Ne? Aber das kommt erst, wenn das hier alles fertig ist. Weil jetzt wird hier nochmal gespachtelt. Das Fenster wird nochmal geschliffen, nochmal gespachtelt, nochmal geschliffen. Und dann brauche ich hier, weiß Gott, nicht freudeln. Ja, und hier, wie gesagt, auch die Tür drin. Die müssen natürlich auch sauber gemacht werden. Und so sieht das Ganze aus. Die geht, wie gesagt, nach außen auf. Und die von Lia geht nach innen auf. Genau, die kleine Muschel liegt hier in ihrem Bettchen, ne? Und sie liebt das Bett. Sie findet das so toll hier drin. Genau, wir haben hier auch schon ihre Matratze drin. Die wollte ich jetzt gleich noch auspacken, damit die schon mal ein bisschen auslüften kann. Und hier diese super süße Türstopper. Habe ich euch aber schon im letzten Bauvlog gezeigt, aber ich finde den so goldig. Die gibt es bei dänischen Bettenlager nur 4 Euro, also Hammer. Genau, der Teppich, ihre schöne Kommode und ihre Erinnerungskiste. Diese Kiste, ne, ich muss die einfach immer nur öffnen, um mir das hier anzugucken. Oh, so schön. Ja, ganz was Tolles. Hier steht jetzt erstmal das alles provisorisch. Ne? Das bleibt alles nicht so, das kommt alles noch anders. Hier kommt ja, wie gesagt, noch der Wickeltisch hin und dann kann ich erst sehen, wie ich das weiter dekoriere. Also, ob der Stuhl da bleibt, weiß ich auch noch nicht. Ich finde es ganz passend, weil ich mich mit der Kleinen sehr, sehr gerne da hinsetze. Aber das kommt alles noch, ne? Das kommt alles noch, wie gesagt. Und ich wollte jetzt einmal hier die Kisten ausräumen und schon ein paar Sachen in den Kleiderschrank räumen. Hey, Gudi, was ist los, mein Schatz? Was ist los, mein Schatz? Was ist los, mein Schatz? Ah, was ist los, mein Schatz? Genau.
Der Kleiderschrank, da sind nämlich auch schon ein paar Sachen drin, ne? Also ich habe hier erstmal so ein paar Kisten reingestellt. Da sind zu große Klamotten. Hier sind noch ein paar Dekosachen und hier ist noch ihre Bettdecke und ihre Kissen, was wir von Oma gekriegt haben. Und hier unten kommt, wie gesagt, noch die Schubladen rein. Das hier ist ihr Regal. Das kommt noch über den Wickeltisch, so ein kleines Regal. Und hier wollte ich jetzt, wie gesagt, erstmal schon die ersten Klamotten aufhängen auf die beiden Stangen hier. Die halt aber auch noch viel zu groß sind, aber erstmal so, dass die Kisten halt frei sind. Beziehungsweise überlege ich, dass wir die Kisten einfach da oben raufstellen. Ich glaube, das würde am meisten Sinn machen, weil, wie gesagt, die Klamotten brauchen wir eigentlich echt noch gar nicht. Das ist alles Größe 80, was da drin ist. Und genau, das brauchen wir eigentlich noch gar nicht. Das hier kann alles weg. Das habe ich alles schon. Genau, das hat hier eigentlich gar nichts zu tun im Babyzimmer. Und dementsprechend kann das alles weg. Das hier sind noch Schrauben, wofür auch immer. Ich tue das einfach mal damit hin. Dann der Babybauch. Da muss ich auch noch überlegen, wo der hinkommt. Das ist ja unser Gästebuch von der Babyparty. Genau, dieses hier habe ich mir bestellt. Richtig schön, oder? Das kommt ins Wohnzimmer später. Deswegen muss ich mir das auch noch sicher aufbewahren bis dahin. So, ich habe aufgeräumt. Wie ihr seht, der ganze Müll ist weg. ja, was jetzt noch übrig ist, ist das hier alles. Das, wie gesagt, fürs Wohnzimmer. Die Lampen hier, die kommen hier in die Ecke. Hier haben wir ja noch diese kleinen Löcher da, wie ihr seht. Da kommen diese Lampen hin und dann bestrahlen sie hier eben das hintere. Da haben wir zwei Stück von. Genau. Diese beiden kommen, wie gesagt, einmal dann da in die Ecke und auch einmal hier in die Ecke. Da haben wir extra Strom hintergelegt. Ich habe jetzt hier an die Garderobe noch ein paar Jacken aufgehängt, wie ihr seht. Kann man sich so ein bisschen besser vorstellen, denke ich. Hier habe ich jetzt nur das eine Mobile. Ich weiß noch nicht, wo ich das hinhänge. Ich denke mal, das kommt hier irgendwie an die Wand. Hier so vielleicht. Ich denke, das passt ganz gut, wenn ich mir das mal angucke. Ja, das passt total gut. Aber das kommt alles später. Ich habe jetzt erstmal hier nur ein bisschen aufgeräumt. Und hier auch diese eine Girlande mit ihrem Namen. Die bleibt hier auch nicht. Die habe ich jetzt auch einfach nur so dahin gehängt. Aber die Jacken und Tüchchen und so, das passt schon mal ganz gut. Und die Garderobe weiß ich aber auch noch nicht, ob die da überhaupt bleibt. Und wenn dann auch nicht so, so finde ich, sieht die da irgendwie so nur hingestellt aus. genau, und schief ist sie auch noch irgendwie. So, schon besser. Genau, hier ist eben der Teppich, der schöne Teppich. Und der Stuhl, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob der da bleibt. Ich finde, das sieht da auch so ein bisschen komisch aus. Und hier kommt, wie gesagt, noch der Wickeltisch hin mit dem Regal dann da drüber. Und dann haben wir noch die ganze Deko, die noch fehlt, ne? Also ich habe ja hier noch einiges an Deko gefunden gerade noch. Und auch da ist noch Deko drin, hier ist noch Deko drin. Und auch in ihrem jetzigen Babyzimmer ist auch noch ganz viel drin. Genau, wie wir das hier alles unterbringen, das mache ich aber erst, wenn alles steht. Und jetzt habe ich hier oben, ich finde, das sieht auch gar nicht so schlecht aus, einmal diese beiden Kisten hingetan und ihren Babybauch. Ich werde nochmal so eine Kiste kaufen, beziehungsweise habe ich sogar noch eine. Und die werde ich hier nebenstellen. Dann stehen hier drei Stück und ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus. Also, das sieht gar nicht unordentlich aus oder so. Ich finde, das passt sehr gut. Genau, das bleibt dann auch da oben stehen. Und die kleine Mutter ist hier gerade in ihrem Babybett. Hier hockt sie. Die süße Motte und genau die Matratze wollte ich jetzt gleich noch auspacken. Ja, und weiter geht's dann im Bad und unten derzeit. Wir sind relativ viel am Machen unten. Und am Wochenende ist jetzt auch die Taufe von der kleinen Lia. Und die wollen wir jetzt gerne auch hier in der Wohnung feiern bei uns. Ja, ist auf einer Baustelle, aber hier ist einfach der größte Platz. Und das Wetter wird zwar richtig toll, aber drin sitzen bei dem heißen Wetter ist natürlich auch schon besser. Und deswegen feiern wir das hier unten bei uns im Wohnzimmer. Und deswegen können wir jetzt da auch nicht mehr so viel machen, weil wir das jetzt eben aufräumen müssen. Weil in 3 Tagen ist schon die Taufe. Meine Jüte, Baby. In 3 Tagen, mein Tanz. Ja. Genau. Aber sonst ist das erstmal alles fertig. Ich bin sehr glücklich jetzt, wie das hier ausschaut. Und ich bin so gespannt, wie das nachher am Ende aussieht. Also hier ist halt noch alles richtig leer und so. Und auch hier, finde ich, sieht noch alles sehr kahl aus. Aber ich glaube, wenn hier der Wickeltisch steht, der nimmt nochmal richtig viel Raum weg, weil ist ja auch einfach riesig. Und ich glaube, dann sieht das Ganze nochmal ganz anders aus. Auch weil ich immer noch finde, dass der Teppich so verloren aussieht.
Aber ich glaube, in der Wickeltisch-Tür steht, weil der locker bis hier steht, so, der nimmt ja nochmal richtig viel Platz weg und das passt noch, denke ich, ganz gut. Ja, da hängt eine riesengroße Spinne. Lecker. Und ich und die Motte werden jetzt runtergehen und ich finde hier diesen Anblick so schön. Das hier sieht so toll aus mit dem Himmel und mit dem Baum und so. Ganz fantastisch. Ganz was Feines. Ja. So, gehen wir jetzt runter, mein Schatz. Die Hunde füttern sehen wir jetzt, ne? Die Hunde füttern. Genau. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bald wieder.